besonders schweres Spiel, denn die Hagener spielen einen ganz anderen Basketball als viele andere Mannschaften in unserer Liga. Sehr individuell, sehr schnelles Spiel mit sehr vielen kleinen Spielern. Das heißt, es ist für uns eine ganz andere Herangehensweise als an andere Spiele. Ja, es ist ein schweres Spiel auf jeden Fall. Meine, Hagen spielt einen anderen Basketball, ein bisschen wie anderen Teams. Und die haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie zu Hause jeden schlagen können. Und da wird es richtig schwer auf jeden Fall. Hagen ist ein sehr up-tempo Team. They don't really have too many rules, they just go running guns, so we gotta prepare for that. Ja, wir müssen gerade im Angriff sehr, sehr strukturiert spielen. Die doppeln im Low-Post, die rotieren sehr schnell und da haben wir uns für unseren Angriff einiges überlegt, sodass wir in jedem Angriff, muss jeder Spieler wissen, wo er stehen muss, wo der Ball hin muss aus dem Trap raus und glaube ich, dann hat man gute Chancen, auch einfache Punkte zu erzielen, das Spiel auch zu gewinnen. Wir haben uns jetzt die Woche gut darauf vorbereitet, auch mal ein bisschen andere Sachen im Training geübt als normalerweise. Wir müssen einfach 100% fokussiert sein, 40 Minuten, einfach nicht den Fuß vom Gas nehmen und so kann man hier auf jeden Fall schlagen. We gotta play together and play smart. Don't get sped up at all. We keep passing the ball, moving the ball, we'll find an open guy.